Recht herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Geiber. Ja, wir sind wieder bei mir im Keller. Ich möchte jetzt den Laserraum endlich mal fertig bekommen. Das heißt, ich muss jetzt als erstes mal Lampen dran machen, die Decke wie hier mit Styropor verkleiden, da noch diverse Verkastungen machen. Und wenn das dann geschehen ist und ich darin Licht habe und arbeiten kann, müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Und ich würde sagen, ne, viel Spaß. Ich mache Musik drunter und dann guckt mir beim Arbeiten zu. Ja. Ja, die Lampen sind dran. So, das sind selbstverkabelnde Lampen. Du klickst die da ein und sofort angeschlossen. Ja, guck mal. Das gefällt mir. Das ist schön. Jetzt muss ich diese ganze Geschichte hier, hier ist noch ein altes Rohr, Wasserleitung, Abflussleitung, das kiste ich auch noch ab. Bei mir reicht das. Ich komme hier ohne weiteres drunter. 1,75. Ne? Bin kein Riese. Für mich reicht das. Das werde ich jetzt als erstes da noch eine Latte dran machen, damit wir hier die Verkastung weiterziehen können. Hier auch. Ich verkaste das erst und dann mache ich das Styropor. Wäre ja blödsinnig vorher, ne? Gut, das mache ich eben. Da muss ich euch nicht beinehmen. Das ist unter der Decke. Das ist. Ich mache das mal ganz schnell. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Ja, Leute, viele, viele Tage später, ich habe euch da nicht mitgenommen, weil wer möchte mich da auf der Knie rumkrauchen sehen? Ja, nein, nein, das zeige ich euch nicht. Ich habe das Ding fertig. Nächsten Freitag gibt es auch schon das erste Video, der Laser steht da schon. Und ich darf euch präsentieren, Geivers neuer Laserraum. Ja. Der TS3 wird Freitag vorgestellt. Schaut euch das Video an. Dieser Laser ist auch ein optischer Laser, ja, also ein Diodenlaser, kein CO2, mit einer Absaugung dran. Perfekt. Der Laserraum selber, hier steht noch der X-Tool. Da kommen noch zwei Steckdosen hin. Da liegt ein Kabel hinter, das ist das Tolle. Das kommt noch weg, dann wird hier ein bisschen aufgeräumt. Ist ja schon fast sauber. Und dann geht's los. Ne? Noch eine Zuluft rein, da die Abluft. Perfekt. Ja, und nicht nur das habe ich gemacht. Ich habe auch noch einen Fußbodenbelag in meinen Werkraum gelegt. Da war ich bei Ulis Blickwinkel, habe da vielleicht mitbekommen. Und der gute Mann macht Fotoboden und das ist so ein Linoleum-Dings und da hatte er noch was über. Und ich zeige euch mal. Andere Leute wohnen nicht so schön, wie ich arbeite. Kommt mal mit. Ja, seid gespannt. Hä? Ist das nicht herrlich? Alter Schwede. Ey. Ich fühle mich so wohl jetzt hier, ganz ehrlich. Ja, ich würde jetzt wirklich sagen, das Thema Kellerumbau ist endlich abgeschlossen. Nein. Wirklich endlich abgeschlossen.
Das nächste Projekt wird jetzt sein, dass wir die GTS 10 einkapseln. Ich habe da noch was vor. Da soll noch ein Gerät rein. Das muss ich aber erst noch bauen. Aber ich werde eine Vorbereitung treffen, dass das da rein kann. Ja, und jetzt würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es wird demnächst weitergehen beim Geiwer mit einigen Projekten, hoffe ich. Ich habe da was mit der Tischbohrmaschine vor, mit der Standbohrmaschine. Aber das verrate ich noch nicht. Da muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt hinhaut. Ja, seid also gespannt. Der Geiwer hat immer was im Hinterkopf. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, hoffe ich. Und ich bleibe bis dahin, euer Lutz, euer Geiwer. Tschüss!